Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Videoreihe auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Let's Play Risen. Ja, wo habe ich denn dieses Schmuckstück ausgebuddelt? Risen ist ein Spiel, was ich eigentlich schon vor Jahren mal spielen wollte, aber irgendwie nie wirklich dazu gekommen bin. Und da ich aktuell die Gothic 2 Godspawn Challenge spiele, bin ich irgendwie so wieder auf den Trichter gekommen. Stimmt, da gab es doch mal dieses Risen, was ich nie leider selber gespielt habe. Ich habe mir zwar mal vor ewigen Jahren ein komplettes Let's Play dazu angeguckt, aber wer denkt, ich würde dieses Spiel deshalb irgendwie kennen, der irrt sich gewaltig, denn mein Gedächtnis lässt es nicht zu, dass ich mich an wirklich viel von Risen erinnere. Ich erinnere mich eigentlich an quasi gar nichts, also an ein ganz bisschen schon, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich diesen Kolops hier zum Rollen bringen konnte. Falls jemand am Anfang einen Black Screen haben sollte und der geht auch nach mehreren Minuten nicht weg, dann solltet ihr mal einen gewissen Nvidia-Treiber installieren, und zwar einen ganz speziellen für solche Spiele, die halt auf dieser, ja, Engine würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Auf jeden Fall, ich glaube, ich packe da mal einen Link in die Videobeschreibung. Es gibt aber bei dieser Blackscreen-Geschichte sehr, sehr viele unterschiedliche Wege, die bei dem einen helfen, bei dem anderen nicht. Also ich habe jetzt knapp 45 Minuten dran gesessen, bis ich endlich mal meinen Weg gefunden habe, um dieses Schmuckstück hier zum Laufen zu kriegen. Ja, Risen ist ja eine Spielreihe von den ehemaligen Gothic-Machern, und Risen orientiert sich ja auch an dem, ja, an dem älteren Gothic, sag ich mal, also Gothic 1 und Gothic 2. Alles andere danach ist ja fragwürdig, wobei 3 finde ich auch noch ganz okay, aber ja, so ein gewisser vierter Teil, den hätte man dann durchaus doch weglassen können. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich starte mal ein neues Spiel. Willst du wirklich ein neues Spiel starten? Das ist korrekt. Quests, die du angenommen hast, kannst du in deinem Tagebuch ansehen. Ja, so ein Questlog würde ich mir aktuell auch für Pokémon Ultra Sonne wünschen, was ich aktuell spiele. Da nehme ich ja auch so viele Quests an, und da es keinen Questlog gibt, ja, ist man da recht schnell am Arsch, wenn man sich das nicht merkt. Alter, voll laut. Du fragst dich sicher, wo wir sind. Alter, meine Ohren. Aber die richtige Frage lautet, was ist geschehen? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Die Götter haben die Welt verlassen und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Die Überlebenden versuchen, einen der wenigen sicheren Häfen zu erreichen, aber niemand kann seinem Schicksal entfliehen. Alter, war das laut. Holy shit, meine Ohren sind geplatzt. Alter, ich habe das so extra vorher eingestellt. Alter. Oh. Holy shit. Oh mein Gott, Alter. Ich. Ohne Spaß, mein Ohr tut gerade sowas von weh. Ja, die Götter haben die Erde verlassen, und deswegen haben sich Wesen, uralte Wesen erhoben, die nun wieder nach der Macht geiern, und
unser toller Schiffsführer, der hat noch versucht, irgendwas abzuwehren und hat sich dann erstmal eiskalt aus dem Staub gemacht. Das ist natürlich sensationell. Ja, das Wetter ist natürlich mal wieder einzigartig. So, wir sehen hier unten Lebensleiste und Mana-Leiste. Ich würde mal sagen, ich grabbel mir mal hier diese Goldmünzen hier. Wir sind auf jeden Fall hier an Land gespült worden. Irgendeine Insel. Ein Ertrunkener. Was haben wir denn hier? 3 Goldmünzen, Ring und Grog. Der beste Freund des Matrosen. Ja, das nehme ich doch mal alles. Ich muss mal gerade kurz gucken. Der Ton. Ich glaube, Sprache könnte ruhig ein bisschen hier. Effekt vielleicht ein bisschen runter. Ich muss mal echt so ein bisschen rumprobieren. Wobei Sprache vielleicht nicht ganz so hoch. Ja, ich würde mal sagen, die Welt hat eine Apokalypse erlebt. Die Götter sind weg. Wesen der Dunkelheit, irgendwelche Titanen erheben sich. Ein Hering. Aha. So, kleiner Heiltrank nehmen wir auch mal. Knüppel reiß ich mal ab. Die Stimme war gerade recht leise tatsächlich. So. Hier haben wir noch ein bisschen Grog. Noch eine Goldmünze. Eine Muschel. Die Steuerung ist irgendwie ein bisschen schwammig irgendwie. Die Musik ist aber schon so ein bisschen happy, ehrlich gesagt. Schauen wir mal erst in dieser Richtung hier weiter. Da hinten liegt doch noch was. Ja, Goldmünze habe ich doch genau gesehen. Ein Ei. Noch eine Goldmünze. Wein. Alter, wie viel kann man denn hier looten, bitte? Das ist ja mal mega, mega nice. Erstmal looten, habe ich gehört. Eine Muschel, warum eigentlich nicht? Was macht man als erstes, wenn man an einen Strand angespült wurde? Man lootet natürlich, was das Zeug hält. Kann ich auch irgendwie... ich kann vermutlich rennen, aber vermutlich jetzt nicht so hier im Wasser. So. Gehen wir mal wieder hier am Strand. Ich werde noch ganz nass. So. Eieieiei. So, Goldmünze. Was war das hier? Ein stabiler Ast. Ja, den kann man vielleicht noch gebrauchen. Noch ein Knüppel. Sarah. Oh. Sarah sieht noch ein bisschen lebendig aus, sage ich mal. Aber Sarah klicke ich erst gleich an. Erstmal noch hier ein klein wenig looten. Automatisches Speichern. Möchte mir das Spiel irgendetwas mitteilen? Ich gehe vielleicht nicht in die Richtung. Ja, Sarah, gleich. Gerade ein klein wenig Loot geil. Ich klicke dich gleich an. Hier haben wir noch einen Knüppel, den wir uns noch mal mitnehmen können. Ja, komm, Sarah, ich klicke dich ja schon an. Ist ja gut. Sie atmet noch. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die armen Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Habe ich mich auch schon gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Du solltest dir eine Waffe besorgen. Ein Knüppel, ein Ast, irgendwas ist besser als nichts. Du findest bestimmt was am Strand. Ich warte so lange. Ja, okay. Wie kann ich denn mein Inventar öffnen? Mit Tab. Das gute alte Tab. Alles. Was haben wir denn hier? 3 Knüppel, stabiler Ast.
Benötigt Stärke 10. Ne, 5 und wir haben 10. Benötigt Stärke 10, 10. Okay. Eine Schnellleiste. Okay, ich sehe schon. Fernkampfleiste und Nahkampfleiste. Ein Ei. Schaden 8. Der stabile Ass ist besser als der Knüppel. Dann nehme ich doch mal den, würde ich sagen. Hui. Das ist aber ein langes Ding, sage ich mal hier. Alla. Boah, guck mal an, ey. Ich bin hier voll der Ultra-Kampfmönch hier. Rechts liegt parieren. Voila. Ja. Lol. Alter, ich bin voll der Kampfmönch. Ja. Wie geil ist das denn? Alles klar. Keine Sorge, Lady. Ich werde sie retten. So, ich habe keinen Plan, wo wir hier sind. Lass uns losgehen. Gut, ich folge dir. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landesinnere führt. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, da hinten im Wald hat sich was bewegt. Zieh besser deine Waffe. Gut, dann folge mir erstmal. Wir werden erstmal noch ein bisschen den Strand abgrasen. Kann ich eigentlich speichern? Ich würde gerne speichern tatsächlich. Unter dem Namen LP schon mal. Alles klar, sehr gut. So, wir gucken uns natürlich hier erstmal noch ein bisschen weiter am Strand um. Die läuft uns jetzt hinterher. Ja, keine Sorge, ich mach das. Hier haben wir nämlich noch eine Muschel. Okay, warte mal. Den Gorilla. Den mach ich weg. Ey, Kollege. Ey, Kollege. Pass auf. Voila. Ja. Voila. Du Gockel. Jetzt komm. Mach ihn weg. Easy. Alter, ich bin fast tot. Was haben wir hier? Rohrbollen. Ja, gut, nehmen wir den mal aus. Alter, ich bin fast tot, ey. Kein Lebenszeichen mehr. Mhm. Ich habe mein erstes Monster besiegt, möchte ich mal gerade anmerken. Und ich kann hier wie verrückt Muscheln sammeln. Daran erinnere ich mich noch tatsächlich, dass man hier recht viele Muscheln sammeln konnte. So, Sarah, komm mal mit. Wir gehen mal noch zur anderen Seite. Eine Goldmünze, die möchte ich natürlich nicht liegen lassen. Kann ich eigentlich auch... Nee, wenn ich Shift gedrückt halte, dann fange ich tatsächlich an zu sneaken. Yep, einmal bitte überschreiben. Dankeschön. Gibt doch bestimmt auch eine Schnellspeichertaste. Da gehe ich doch mal sehr stark von aus. Ein Jagdmesser. Goldmünze, Fackel. Ja, man merkt schon, dass das hier von den Gothic-Machern ist, weil es hier selbst in einem kleinen überschaubaren Gebiet doch sehr, sehr viel zu looten gibt und auch sehr, sehr viele versteckte Sachen. So, Sarah, dann kommen wir mit. Wir sind ein bisschen angeschlagen. Vielleicht sollte ich mal einen Heiltrunk nehmen. Hier ist auf jeden Fall der Weg, den wir uns angucken sollen. Hiebwaffenschaden 10. Das Jagdmesser. Ich verstehe nicht ganz. Benötigt Stärke 10 von 10? Achso, wir haben 10 Stärke. Der braucht auch 10. Der braucht 8. Der hier braucht 5. Ah, ich verstehe so langsam. Ich könnte mal einen Apfel essen. Habe ich jetzt gerade den Apfel gegessen? Oh.
Okay, jetzt habe ich den Apfel gegessen. Ich wollte eigentlich nur gucken, was passiert. So, nehmen wir mal lieber das Jagdmesser. Das macht ein bisschen mehr Schaden. Okay, komm. Zwiebeln wir uns mal den Haltrank rein, sonst haben wir gleich noch echte Probleme. Boah, das ist aber ein großes Jagdmesser, möchte ich mal anmerken. Also das Jagdmesser kann sich auf jeden Fall hier sehen lassen. So, wollen wir nochmal. Da ist ja noch so ein Freund. Okay, Kollege, ich mach dich jetzt weg. Alter. Easy. Ja, Sarah, da kannst du mal gucken. Uff, fuck. Eine junge Stachelratte. Easy. Okay. Das Fleisch roh zu essen bringt uns nicht viel. Wir brauchen eine Feuerstelle oder einen Herd. Wenn wir dann noch eine Pfanne finden, können wir es braten. Gebratenes Fleisch gibt eine Menge verlorener Energie wieder. Es gibt auch einige Pflanzen mit heilender Wirkung. Nimm am besten alles mit, was du an seltenen Pflanzen findest. Ja, darauf kannst du Gift nehmen. Okay, wir kennen schon zwei Monster, diese Stachelratten und diese Gockel. Das Spiel gefällt mir jetzt schon übelst gut, möchte ich mal anmerken. Okay, da geht es weiter hoch. Warte mal, ging es hier vorne nicht auch hoch? Wir haben zwei Wege, gleich schon am Anfang. Das ist ja wirklich herzallerliebst. Ich weiß gar nicht, ob mir Sachen, die ich aufheben kann, auch angezeigt werden, wenn ich zum Beispiel... Okay, testen wir es doch mal. Wenn ich jetzt die Waffe ziehe... Okay, dann wird mir nämlich nicht angezeigt, dass ich das hier auch aufsammeln kann. Okay, seltene Pflanzen sollte ich mitnehmen. Voilà. Ich weiß nicht, ob das, was ich mache, gerade so mega schlau ist. Auf jeden Fall habe ich gerade einen Pilz gefunden. Alter, voll der versteckte Ort, ey. Ein kleiner Schild. Und ein rostiges Schwert. Alter, Jackpot. Kleiner Heiltrank. Ey, das war so klar. Ich bin, also, also solche Dinger findet man echt, wenn man weiß, dass das von den Gothic-Machern ist. Weil sowas ist so typisch für die, dass die hier sowas reinklatschen einfach. Lol. Wo kommst du denn, mein Freund? Alter, nein. Alter. Alter, ich bin fast tot. Die Respawn wollte mich verarschen. Okay, das bin ich von den Gothic-Machern nicht gewohnt. Die Respawn. Okay, warte mal. Rostiges Schwert, Klingenschaden 10. Das Jagdmesser ist besser. Schild. Kleiner Schild. Okay, warte mal. Kann ich den jetzt vielleicht hier hinziehen? Okay. Okay, mit dem Schild kann ich blocken. Mit dem Jagdmesser kann ich zuschlagen. Okay. Okay. War hier überhaupt schon? Ist der überhaupt respawned? Ein Grünblatt. Okay, gehe ich diesen Weg weiter? Da gibt es halt weitere Pflanzen. Oder gehe ich woanders lang? Das Problem ist, ich bin halt fast tot. Muschelgold wert 3. Ja, ich erinnere mich noch, dass der Let's Player, wo ich das geguckt habe, recht viele Muscheln immer gesammelt hat.
Rüdenblatt bringt ein bisschen Lebensenergie wieder. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal da lang, weil dort gibt es halt... dort gibt es halt noch ein paar Pflanzen. Eine Heilwurzel zum Beispiel. Ich bin jetzt einfach mal optimistisch und sage, hier ist kein Monster. hi. Da ist eine Kiste. Da ist eine fucking Kiste, okay. Okay, das ist eine Kiste. Diese Höhle ist mir nicht geheuer. Lass uns doch lieber einen anderen Weg suchen, ja? Alter. Okay, da wohnt jemand. Ein stabiler Ast. Das sind irgendwelche Gnome, die da wohnen. Okay, mit denen würde ich mich jetzt so halbtot nicht unbedingt anlegen. Ich möchte auch nicht gleich meine ganzen Heiltränke jetzt verballern. Okay, diese Höhle mit den Gnomen merken wir uns mal. Da werden wir eventuell später mal hin zurückkommen und die den Netz sagen, dass wir ihre Hilfe benötigen. Oh nein. Was ist das denn da? Da steht was. Ich will nicht, dass da was steht. Minze? Da kann man echt viel Grünzeug sammeln. Kann ich auch springen? Natürlich kann ich springen. Alter, wir sind der Meister im Springen. Okay, hilft nichts. Wir brauchen den Heiltrank, ansonsten werde ich jetzt verrecken. Und ich habe keinen Bock auf Verrecken. Ich stehe nicht so auf Verrecken. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Okay. So, Freundchen. Was bist du? Easy. Ja. Der Trank hat sich richtig mehr krass gelohnt. Alter, wie viel man hier aufsammeln kann. Ich werde das Spiel lieben. Schiffswache. Oh. Haben wir hier eigentlich auch ein unendlich großes Inventar? Wir haben auf jeden Fall schon mal 18 Gold. Das ist schon mal ein bisschen was. Ein hungriger Wolf. Den können wir einen Zahn rausreißen. Ja, Herz allerliebst. So, da oben geht es offiziell weiter. Das heißt, wir werden natürlich erstmal hier lang gehen, so wie es sich gehört. Hä? Ach, jetzt sind wir wahrscheinlich oben, oder? Oh, lol. Pass auf! Ha! Ich war geblockt, du Arsch. Voila. Na? Na? Komm mal nicht durch? Okay. Das schaffst du. Ich werde besser. Kann ich eigentlich mit C? Oh. Holy moly. Okay. Das Menü war krass. Okay, wie gedacht sind wir jetzt quasi hier oben. Alla. Okay. Ein Grünblatt. Ein Grünblatt. Steht hier auch, wie viel XP wir für nächstes Level brauchen? Stufe 0, 0 Lernpunkte. Ja, das ist so typisch Gothic einfach nur.
Steht hier denn auch, wie viel Schwertkampf, Axtkampf, Stabkampf, Bogen, Armbrust? Alter, Kristallmagie, okay. Taschendiebstahl, Akrobatik, Schleichen, Diebeskunst, Runenmagie, Siegel, Schriftrolle erstellen. Alter, was kann man hier bitte alles machen? Ah, hier. Okay. Umfangreich, aber sehr, sehr cool. Wie ein moderneres Gothic halt. So, ich weiß gar nicht, waren wir hier schon? Kommen wir von hier? Hier ist auf jeden Fall ein Grünblatt. Jetzt bin ich wieder hier. Okay, wir gehen mal weiter, würde ich sagen. Wir joggen gemütlich durch die Gegend. So, die Leichen sind, wie es sich gehört, despawned natürlich. Ein Heilkraut. Die Stapfgeräusche macht hoffentlich unsere Sarah. Noch ein Heilkraut. Siehst du die Fackeln? Hier müssen irgendwo Menschen sein. Wenn wir den Fackeln folgen, werden wir bestimmt jemanden finden. Ja. Den Gedanken, meine Liebe, habe ich tatsächlich auch schon gefasst. Okay. Das ist wieder ein Wölfchen. Easy. Easy peasy. So, ein Fläschchen. Goldmünze. Noch ein paar Goldmünzen. Wir müssen ja alles mitnehmen, was wir kriegen können, ne? Ich will nicht hier rein. Dies ist ja eine Höhle. Will ich in diese Höhle rein? Die Höhle hätte ich fast übersehen. Ist es so schlau, in diese Höhle reinzugehen? Ich würde sagen, es ist recht dumm. Wahrscheinlich werden wir schon bald unseren ersten Tod erleben. Okay, komm. Okay. Wieso gibt sie uns hier keine Warnung? Das wundert mich. Hier liegt auf jeden Fall ein Skelett. Ein rostiges Schwert, zwei Bolzen und ein Dietrich. Okay. Ja, Eisenader. Erzschürfen verstehe ich nichts. Okay. Wieso warnt sie uns hier nicht? Das macht mir ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt. Ich sollte mein Glück nicht überstrapazieren. Fräulein, wir machen jetzt einen Abgang. Okay. Hast du mir eigentlich noch irgendwas zu sagen? Ach so, ich kann sie warten lassen. Das ist interessant.
Okay, warte mal, wir haben jetzt ein... Warte mal, wir haben doch jetzt gerade ein Goldbeutel gefunden. Muss ich den wie in Gothic doch irgendwie hier... ist da was drin? 25 Goldmünzen, ja, sieh mal eine an. Okay, das hat sich auf jeden Fall megamäßig gelohnt. So, Heilwurzel, es wird automatisch gespeichert. Oh lol, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ist es nur eine? Alter, lol! Easy. Ich sehe da dein Gebäude. Zivilisation! Freunde, Zivilisation! Ein kleiner Heiltrank mal wieder. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Okay, so langsam habe ich das mit den Kämpfen und Blocken raus. Dann brauche ich auch nicht immer so mega krass viele Heiltränke. Ich halte hier die Stellung. Warum? Da bist du ja wieder. Dann komme ich wieder zurück. Wenn du sowas sagst, Mädel, dann macht mir das Angst. Ich sehe ein Haus. Ich sehe ein Haus. Die Mächte der Dunkelheit erheben sich und wir sind hier. Sieh mal, ein verlassenes Haus. Was ist hier passiert? Wo sind die Bewohner? Hier ist keine Menschenseele. Irgendetwas Seltsames geht vor auf dieser Insel. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht solltest du erst mal im Haus nach dem Rechten sehen. Wieso seid ihr euch so sicher, dass das Haus verlassen ist, wenn ich mal fragen darf? Okay, das Haus ist offensichtlich verlassen. Da sind sich unsere beiden Leute hier einig. Ach, aha. So. Wir setzen uns also erstmal dahin. Rohes Fleisch? Ein brennendes Feuer? Hier wohnt doch jemand. Hier wohnt 100 pro jemand und derjenige kommt wahrscheinlich gleich wieder und tritt uns erstmal voll in den Arsch. Weil wir hier bei seinem Haus rumlungern. Oh, erstmal. Puh. Oh lol, das füllt meine Lebensenergie auf aller. Da nehme ich mal noch einen Schluck. Okay, Wasserfässer sind cool. Wasserfässer gefallen mir. Okay. Ja, würde ich mal sagen, rein in die gute Stube, ne? Level up. Das Brot, das nehme ich mal mit. Das braucht doch mit Sicherheit keiner mehr. Die große Truhe gucke ich mir gleich an. Hier haben wir ein Bett. Ein überdimensional großer Besen. Aha, es war ein Quest, dass ich den Schlüssel hier finde. Interessant. Was war das? Okay, ich öffne mal gerade die Truhe. So, was haben wir denn hier? Eine Pfanne. Sehr gut. So, ich bin übrigens mittlerweile nicht mehr Stufe 0, sondern Stufe 1 und habe 10 Lernpunkte. Mele? Ach, jetzt sitzen wir hier. So. Im Haus ist auch niemand. Ich habe nur eine verschlossene Truhe gefunden. Ohne den richtigen Schlüssel kriegen wir die nie auf. Es sei denn, du kannst Schlösser mit einem Dietrich öffnen. Ich konnte die Truhe im Haus öffnen. Sehr gut. Und? Was hast du gefunden? Ein bisschen Kram und eine Pfanne. Großartig. Damit kannst du dir jetzt am Lagerfeuer Fleisch braten. Ach, so ein gebratenes Stück Fleisch wäre jetzt genau das Richtige. Ich sterbe vor Hunger. Ach so, Madame ist am Sterben vor Hunger. Was mit mir ist, ist natürlich scheißegal.
Ich hab gerade so ein paar Flashbacks, dass diese Sarah, was